Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLiFE Universe Video. Heute mit einem neuen Speed CS Set, das Teddy Bear 2024. Außerdem Servererwartungen, die sich allerdings ausschließlich um Kaigas Assault dreht. Und ein FAQ zum Guildhousing und vor allem Artifact Battle. Also wie genau das mit dem Guildenhaus-System bzw. Guilden-Ship-System jetzt funktioniert. Also wann verliert man sein Guildenhaus? Wann bekommt man ein Guildenhaus? Wie findet, also was kann man alles in diesem Krieg machen und was hat das für Konsequenzen und so weiter und so weiter. Und ja, fangen wir mal mit dem CS-Set an. Also ich finde, das kleine Detail, was vielleicht den manchen nicht direkt auffallen wird, ist, hier haben wir tatsächlich mal ein kleines, also ich weiß nicht, ob sie sowas vorher schon mal gemacht haben, wäre mir zumindest nicht aufgefallen, aber hier haben wir tatsächlich ein Easter Egg, kann man fast sagen. Und zwar bei der Maske ist es so, dass jede CS-Set quasi einen anderen Mund hat sozusagen, ja, oder eine andere Schnauze, eine andere Bärenschnauze sozusagen. Und zwar haben wir hier so einen lächelnden Mund, dann hier so einen gleichgültigen, dann hier einen mit Schnurrhaaren, dann hier ist, glaube ich, Zunge rausgestreckt, dann hier Mund auf und hier tot. oder keine Ahnung, wie man es interpretieren möchte, I guess. Also ist ein ganz nicer Twist, I guess. Ich persönlich muss einfach nur sagen, ich denke, wir haben schon mehr als genug von diesen Tier-CS-Sets, auch Bären. Es gibt ja allein schon Gummy-Bear-CS-Set, das normale Teddy-Bear-CS-Set. Also, keine Ahnung, ich bin der Meinung, dass es schon genug davon gibt, auch vor allem was Teddy-Bären angeht. Also, ich finde jetzt nicht, dass wir es unbedingt gebraucht haben. Aber, naja, es existiert auf jeden Fall ab heute. Und ja, dann ist hier eben die Serverwartung, die Mini-Serverwartung, die hat jetzt noch nicht stattgefunden, aber wenn ihr das Video sehen wollt, hat sie schon stattgefunden. Und zwar, we are going to have a server reboot for all servers to fix the following issue. Also ein Problem wurde behoben, wo Kaigas Assault anscheinend die falschen Belohnungen oder die falsche Menge an Belohnungen rausgegeben hat. Anscheinend hatten da manche Leute Probleme damit. Dann fix the issue where the ranking is displayed incorrectly after you've participated in Kaigas Assault. Also ich weiß nicht auch, was genau da das Problem war. Auf jeden Fall irgendwas mit dem Ranking hat wohl nicht gestimmt. Und die Buffs von dem Buff-Peng in Kaigas Assault wurden auch angepasst. Ja, und das war es auch schon. Also reine Kaigas Assault-Änderungen. Kein neues Event übrigens. Ja, das wurde ich auch schon gefragt. Was ist eigentlich mit Event? Ja, gibt es keins. Also jetzt aktuell läuft ja das Yeti-Event. Yeti-Hammer sammeln und gegen diese Gacha-Box eintauschen. Das läuft natürlich noch. Aber es startet jetzt auf jeden Fall kein neues Event. Also was das angeht, leider nichts. Und dann haben wir jetzt eben dieses neue Guildhousing FAQ. Im Endeffekt wird hier am Anfang jetzt aber nochmal alles wiederholt, was wir eigentlich schon wissen von den Patch Notes, die wir uns eigentlich schon zweimal angeguckt haben. Einmal vor Release, einmal nach Release. Deswegen will ich jetzt nicht mal alles ganz klein durchlesen, weil sonst wird das Video zu lang. Und wie gesagt, das wissen wir eigentlich auch schon. Und ich denke jetzt mal, es ist jetzt auch nicht so ultra interessant. Interessanter ist eher, wie genau verliert man sein Schiff, unter welchen Bedingungen kann man anderen Leuten ihr Schiff klauen und pipapo. Das ist, glaube ich, das Interessantere. Also da noch die genaueren Fragen. Aber ja, im Endeffekt, man kann halt einfach auf Schiffe bieten. Der Beat-Prozess kommt gleich sowieso nochmal separat und kann sich so ein Schiff holen oder eben durch den Artifact War oder durch das Artifact Battle. Hier stehen nochmal so die groben Details eben zu dem Gildenschiff. Also jedes Schiff hat zum Beispiel so einen Manager-NPC. Jeder kann dahin fliegen und mit dem reden. Je nachdem, was die Gilde eingestellt hat, kann jeder das Gildenhaus betreten oder auch nicht und so weiter und so fort. Ist eigentlich ganz simpel. Der Beat-Prozess ist auch sehr simpel. Der ist, glaube ich, ist sogar literally 1:1 von FLiFE PC übernommen. Du hast halt quasi, also jeder kann zu so einem Schiff hinfliegen und kann ein Gebot abgeben für seine Gilde und also Gildenmeister natürlich, und kann dann quasi auf so ein Gildenschiff bieten. Und man sieht auch, wer schon darauf geboten hat und kann die logischerweise dann überbieten. Man muss mindestens 100 Millionen bieten, das ist quasi das Mindestgebot. Und du kannst halt, wenn du jetzt siehst, okay, es haben schon 10 Leute 100, 150, 175, bla 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 geboten, machst halt 500 rein oder so. Und wenn du dann der Höchstbietende warst, dann bekommst du immer am Samstag dann das Gildenschiff. Und dann hat man eine zweiwöchige quasi Schonfrist vor dem Artifact-Battle. Und wenn die abgelaufen ist, dann muss man sein Gildenschiff verteidigen, nämlich im Artifact-Battle. Der Artifact-War oder das Artifact-Battle ist eigentlich auch extrem simpel. Und zwar muss man so ein Artefakt natürlich platzieren, wenn man ein Gildenschiff eben besitzt. Das heißt, wenn man es entweder im Artifact-Battle gewonnen hat oder sich eins ersteigert hat nach diesen zwei Wochen Schonfrist. Und wenn man das nicht macht oder nicht genug Penya hat,
dann verliert man sein Gildenschiff. Also wäre, sage ich mal, ziemlich dämlich an für sich, außer man hat wirklich das Geld nicht oder so. Aber es kostet nur 100 Millionen Penny, aber es ist ja auch nicht so viel Geld, ist, vor allem nicht, wenn man eine ganze Gilde zusammen hat, wo ja jeder einfach 10 Millionen geben könnte oder so. Und ja. Und wenn man kein Gildenschiff besitzt, kann man aber auch am Artifact Battle teilnehmen. Das kostet dann allerdings 200 Millionen Penya und eröffnet einer Gilde aber natürlich die Möglichkeit, so ein Artifact zu erobern oder zu kaputt zu machen und damit das Schiff einer anderen Gilde zu klauen. Deswegen hier diese 200 Millionen wahrscheinlich, also dass man jetzt sagt, okay, ihr müsst selber nichts verteidigen, ihr dürft nur angreifen oder ihr könnt quasi nur angreifen, ihr habt nichts zu verlieren. Wahrscheinlich ist es deswegen ein bisschen teurer, um das ein bisschen fairer zu machen oder so. Und ja, finde ich eigentlich ganz interessant. Und das Ganze findet natürlich auf dem PK-Channel statt, das ist komplett offenes PK. Und das wird dann auch auf der Karte angezeigt. Aber nicht die genaue Position, sondern nur so ungefähr, wo die verschiedenen Artefakte sich befinden. Genau. Dann hier nochmal so eine klassische Schultabelle pro Contra oder Yes, No. If the artifact is defended, ist eigentlich ziemlich klar, natürlich die Gilde behält dann natürlich ihr Schiff, verliert nichts. Dann ist hier noch die Price Distribution, finde ich jetzt nicht so interessant, das sind jetzt einfach so lange Rechnungen, Beispielsrechnungen. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ultra interessant. The Defeating Guild, also wenn das Artefakt zerstört wird, dann bekommt natürlich die Gilde, die es zerstört hat, das Gildenschiff. Dann ist eine andere Preisverteilung, aber auf die will ich jetzt nicht so sehr eingehen, weil ich denke, darum wird es den meisten Gilden eher nicht gehen oder nicht primär wahrscheinlich. Also zumindest nicht. Also das Ziel für die meisten Gilden wird sein, entweder Artefakt verteidigen oder mindestens eins zerstören und erobern. Also ich denke jetzt, dass du, also würde ich jetzt persönlich davon ausgehen, dass du nicht die Zeit hast, eins zu erobern und dann noch Amok zu laufen und noch so viele andere kaputt zu machen, wie nur irgendwie geht. So ultra viele wird es wahrscheinlich auch nicht geben, vor allem nicht am Anfang. Aber gut. Jedenfalls, es gibt kein Limit, wie viele Artefakte man zerstören kann. Und man bekommt ein Prize Money für jedes, das man zerstört. Bekommt aber nur maximal ein Schiff, logischerweise. Das kann nicht eine Gilde irgendwie 10 Schiffe dann besitzen. Also man kann quasi eins kaputt machen und dann bekommt man ja dieses Schiff. Und ein bisschen Preisgeld. Und du kannst halt aber mehrere Schiffe kaputt machen. Bekommst dann die Schiffe nicht mehr, aber du bekommst das Preisgeld. Das heißt, wenn jetzt eine Gilde kein Gildenschiff hat, ist quasi nur in Angriffsmodus, können die alle anderen Artefakte theoretisch kaputt machen, theoretisch, gewinnen nur das Schiff, das sie als erstes kaputt gemacht haben und gewinnen aber quasi extrem viel Preisgeld. Also so ein bisschen Kopf-Kate-Hunter-mäßig könnte man das wohl sehen. Wobei man natürlich bedenken muss, man muss trotzdem 200 Millionen zahlen, um teilzunehmen. Das heißt, diese 200 Millionen muss man erstmal zurückbekommen im Endeffekt und erst dann macht man Profit. Genau, und wenn ein Schiff den Besitzer wechselt, dann werden alle Props und NPCs entfernt und man bekommt ein leeres Schiff. Also man kann dann nicht die Gildenhaus-NPCs quasi klauen sozusagen, sondern die bleiben bei den ursprünglichen Leuten, die sie aufgestellt bzw. besessen, gekauft haben. Und dann kommen wir eben zu dem eigentlich neuen Teil, weil bisher war eigentlich alles mehr oder weniger Infos, die wir schon hatten. Jetzt kommen diese FAQs. Do the guild ships roam around a specific area or do they roam the whole Madrigal map? They roam around the same area, however, upon server reboot, the position changes. Are bits visible from other guilds? Yes. Is there an indicator on the map to see which ship your guild has a bid on? No. What time does the bidding end? It ends at 12 PM server time on Saturdays and the winner for the vacant ship will have their guild ship. How long is the bidding period? 2 weeks. Is there an indicator on the map to see where your guild ship is? Yes. Wenn man eins besitzt, dann wird es auf der Karte angezeigt. Und man kann es anklicken und sich dahin teleportieren. Kann man ein Gebot platzieren auf mehrere Schiffe? Nein. Und can we increase the bid before the end of the bidding period? Yes. Also quasi kann man sich selbst nochmal überbieten, wenn man von jemand anderem überboten wurde. Hält man das Geld zurück, wenn man das Gebot, die Auktion verliert letztendlich? Ja, dann bekommt man dann schon alles zurück. Und dann geht es hauptsächlich noch um den Artifact Battle Mode. Also die ersten beiden Punkte können wir uns eigentlich schon schenken. Das erste ist quasi, was passiert, wenn man kein Penya hat oder das Artefakt nicht platziert. Haben wir uns schon durchgelesen. Man verliert sein Gildenschiff. Wie viel HP haben die Artefakte? Das finde ich, das wäre eine sehr interessante Frage eigentlich. Wird leider nicht gesagt. Was passiert, wenn ein Gildenschiff zerstört wird?
Du bist disqualifiziert, kannst nicht mehr teilnehmen, also keine anderen Artefakte mehr angreifen und verlierst natürlich dein Gildenschiff. Können verteidigende Gilden aktiv angreifen? Ja, und man kann Penya Rewards so farmen. Allerdings kann man kein Schiff klauen, weil man ja schon eins hat. Oder da man ja schon eins hat. Und was passiert jetzt, und das ist jetzt das sehr kompliziert ausgedrückt auf Englisch, oder was heißt auf Englisch, das ist einfach das Szenario. Dein Artefakt wurde zerstört, aber du hast, also du zerstörst quasi das Artefakt von einer anderen Gilde, aber dann wird dein Artefakt zerstört. Bekommst du dann das Gildenschiff von der Gilde, dessen Artefakt du vorher zerstört hast, bevor du quasi disqualifiziert wurdest? Nein, weil zu dem Zeitpunkt hast du ja noch ein Gildenschiff besessen, kannst also keins klauen. Und wenn dein Artefakt danach zerstört wird und du dann dein Gildenschiff verlierst, dann stehst du halt ohne da. Und das wiederum finde ich eigentlich eine coole Mechanik, auch wenn ich sowieso nicht dran teilnehmen werde. Aber das finde ich eigentlich tatsächlich eine coole Mechanik, weil das bedeutet quasi, eigentlich wenn man wirklich ein Gildenhaus haben will und wirklich das nicht verlieren will, dann sollte man, egal wie overpowered die Gilde ist, eigentlich wirklich nur verteidigen, weil man kann es nicht riskieren, dass das Artefakt kaputt gemacht wird. Also ich meine, gut, die letzten paar Minuten könnte man dann losziehen und noch ein bisschen Chaos oder Unruhe anstiften oder halt probieren, noch ein bisschen Penya zu holen, sozusagen. Aber grundsätzlich hat man dann schon ein hohes Risiko, wenn das eigene Artefakt kaputt gemacht wird, egal wie viele Artefakte, man könnte quasi alle anderen Artefakte kaputt machen von allen anderen Gilden, aber es gibt ja noch die Gilden, die nicht verteidigen. Und wenn dann nur noch ein Artefakt übrig ist, und zwar dein eigenes, und dann stürzen sich alle auf dich und dann geht deins kaputt und du hast aber auch alle anderen kaputt gemacht, dann haben dann letztendlich, hat dann letztendlich keine einzige Gilde mehr ein Gildenschiff, könnte man sagen. Also gut, es wären gleiche gerechtig oder gleiches Recht für alle sozusagen. Aber es würde auch bedeuten, du kannst, egal wie viele du kaputt gemacht hast, dann nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass du selbst auch noch eins hast, wenn du dich nicht aufs Verteidigen konzentrierst. Finde ich jetzt ganz cool, weil das sorgt halt dafür, dass dann nicht jeder nur angreift oder sozusagen und sich gegenseitig die Schiffe, ich habe jetzt eins, du hast jetzt eins, wir haben wieder eins, du hast wieder eins, pipapo, so hin und her schiebt. Sondern man muss wirklich gucken, dass man sein eigenes verteidigt. Wenn man das nicht hinbekommt, egal wie viele man kaputt gemacht hat, hat man dann kein Schiff mehr für 2 Wochen. Oder bis zum nächsten Beaten oder bis zum nächsten Artifact War. Finde ich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Die nächsten Fragen sind relativ einfach eigentlich und nicht mehr ganz so interessant eigentlich. Bis auf das erste vielleicht. Und zwar, das Artifact Battle findet ja auf Channel 4 statt. Und hier wird quasi gefragt, ob alle Spieler auf Channel 4 theoretisch daran teilnehmen können. Das heißt, teilnehmende Gildenmitglieder töten können. Und die Antwort ist ja. Du musst quasi gucken, dass auch random Leute, die einfach nur rumlaufen und selbst im Artifact Battle gar nicht teilnehmen, also die können dann zwar das Artefakt, also so vermute ich zumindest, steht es hier tatsächlich nicht direkt drinnen, würde aber keinen Sinn ergeben. Also die können die Artefakte nicht angreifen und nicht kaputt machen, aber sie können die Spieler töten. Das heißt, theoretisch könnte man wirklich so formulieren, du könntest einen Kopfgeldjäger oder du könntest Söldner für deine Gilde anheuern, die selbst nicht Teil des Artefakt-Battles sind, aber losziehen und dich unterstützen. Also man könnte quasi Bündnisse schließen, theoretisch, gegen Gilden oder so. Und dann quasi mit Söldnern losziehen und die ganzen Typen töten lassen, sich selbst das Artefakt snatchen und der Gilde das Gildenhaus wegnehmen. Und das ist eigentlich auch schon ziemlich interessant und ziemlich mies, muss man sagen. Aber mehr oder weniger steht das hier so drinnen quasi. Also jeder kann sich theoretisch in diesem Artefakt-Battle einmischen, selbst wenn er gar keine Gilde hat oder gar kein Gildenschiff klauen kann. Und ja, wie gesagt, du kannst theoretisch eine Söldnertruppe aufstellen, die für deine Gilde arbeitet und aber tatsächlich gar nicht in deiner Gilde ist. Genau, also du kannst quasi einen Angriffstrupp bezahlen, der loszieht und angreift, während du selber dich vielleicht mehr aufs Verteidigen konzentrierst und so. Ist eigentlich wirklich eine coole Sache, muss man sagen. Dann hier wird noch gefragt, wenn man jetzt so ein Gildenschiff zerstört und man noch keins besitzt, wird man dann instant Besitzer von dem Gildenschiff? Und die Antwort ist ja, du hast dann instant ein Gildenschiff, wenn du eins kaputt gemacht hast, also es wird sofort übertragen. Das Ganze dauert 1 Stunde. Wenn eine Gilde das Artifact Battle verliert, haben die dann kein Gildenschiff mehr für 2 Wochen? Ja, also du hast so lange dann kein Gildenschiff mehr, bis du entweder eins ersteigert hast oder wenn du halt durchs Artefakt-Battle dir selber eins geklaut hast. Dann, wenn man jetzt ein Schiff quasi verloren hat und dann wieder ein neues bekommt, ist also das Artefakt-Battle wieder in 2 Wochen? Ja. Also ich glaube, die Frage bezieht sich so ein bisschen darauf, ob man da wieder diese 2 Wochen Schonfrist hat. Ich glaube, die Antwort hier ist dann sozusagen ja. Diese Schonfrist wird ja nicht nochmal erwähnt, aber ich denke, das war darauf bezogen. Und
Es ist jede 2 Wochen so ein Artifact-Battle. Yes. Und hier haben wir dann noch so einen Zeitplan, so einen Kalender, finde ich eigentlich ganz cool. Allerdings ist es jetzt, glaube ich, nur beispielhaft gemeint. Und also ich denke jetzt nicht, dass jetzt jederzeit so ein Kalender zur Verfügung gestellt wird. Wäre ehrlich gesagt cool, wenn wir so einen Kalender auf der Website hätten, wo Serverwartungen und so eingetragen werden. Und solche Sachen eben geht, wo so eine Gesamtübersicht, Kaigas Assault, alle Uhrzeiten und so weiter, Server Times und so. Wäre actually cool. Könnte natürlich auch irgendein Spieler theoretisch kreieren für die Community. Aber wäre natürlich auch cool, wenn Gala das selbst direkt macht. Aber auf jeden Fall haben wir hier so eine kurze Übersicht, wie das dann aussieht. Also, ja. Und das war's auch schon. Also natürlich jetzt für Leute, die an dem Gildenhaus-System, an dem Artefakt-Battle selber gar nicht teilnehmen werden oder wollen, ist natürlich nicht so ultra interessant. Aber ich finde, grundsätzlich hört sich das eigentlich echt interessant an, muss man sagen. Natürlich, was ich jetzt alles für Beispiele genannt habe mit dem, so Söldner beauftragen und so. Ich meine, das wird letztlich kein Mensch machen wahrscheinlich, aber die Möglichkeiten wären tatsächlich endlos. Und es sind auf jeden Fall berechtigte Fragen dabei, interessante Fragen. Ich denke, da sind auch noch ein paar Sachen, die nicht beantwortet wurden oder immer noch nicht so hundertprozentig klar sind. Aber ich denke mal, mit den Informationen, die man jetzt hat, kann man schon arbeiten. Also ich denke mal, die häufigsten Fragen sind da auf jeden Fall abgedeckt. Und ja, ich persönlich muss ehrlich zugeben, ich bin kein riesiger Fan von dem System selber, wenn ich daran denke, wie Penya involviert ist. Also grundsätzlich hört sich es echt cool an. Es geht so ein bisschen in die Richtung Kaigas Assault, also dass man halt teammäßig loszieht und so, was jetzt an für sich natürlich nichts Schlechtes ist. Allerdings finde ich ja diesen Zwang ein bisschen übertrieben. Also ich finde, vielleicht wäre doch eine Option, in Flyve PC gab es ja quasi mittlere und kleine, eigentlich wirklich mittlere und kleine Gildenhäuser. Oder die meisten haben gesagt große und kleine Gildenhäuser, aber ist ja egal. Jedenfalls gab es halt begrenzte große Gildenhäuser und es gab kleine Gildenhäuser, die quasi schlechtere Boni geboten haben. Oder quasi, die hatten minimale Nachteile, aber die hatten ein anderes System. Da musste man im Endeffekt nur eine Miete zahlen. Also ein kleiner Penya-Sink sozusagen und mussten nie irgendwas dafür machen. Also die großen Gildenhäuser, die konnte man quasi ersteigern und wenn man die Miete nicht gezahlt hat, hat man das Gildenhaus verloren und eine andere Gilde konnte sich das dann snacken sozusagen. Und hier finde ich halt fehlt das so ein bisschen so das Berücksichtigen von vielleicht kleineren Gilden, weil ich meine, eine Gilde, die jetzt aus 5-6 Leuten besteht, hat jetzt ja auch irgendwo eine Daseinsberechtigung und hat vielleicht Lust auf ein Gildenhaus. Allerdings haben die keine Chance, sich zu verteidigen gegen Gilden, die aus 50, 60 Leuten bestehen. Also muss man einfach objektiv sagen, die haben keine Chance. Es ist unmöglich, dass du zu 50 Leute abwehrst. Also da finde ich es so ein bisschen so, finde ich vielleicht nicht so gut. Und ja, also man kann sicherlich darüber streiten über das ganze System. Ich denke halt, dass die Gilden-NPCs relativ harmlos sind, also relativ schwache Boni geben und man insgesamt sagen kann, ja, wer keine Lust hat, kann sie ignorieren. Man hat keine gigantischen Nachteile. Aber zeitgleich ist es auch irgendwie ein bisschen blöd, dass Leute, die halt wirklich an PvP und so kein großes Interesse haben. Und da muss man halt leider sagen, grundsätzlich könnte man ja sagen, okay, es ist ein MMO, man muss halt auch mal mit anderen Leuten zusammenspielen oder gegen andere Leute spielen. Ja, aber Flyve ist halt wirklich stark PvE geprägt. Also die meisten Spieler haben keine Lust auf PvP. Sieht man an der Teilnahme, FEC-Tournament, PvP, hat kaum jemand teilgenommen. Die meisten Leute haben kein Interesse an Guild War, die meisten Leute nehmen nicht am Guild War teil. Selbst Kaigas Assault haben gerade mal 340 Leute auf Borodenk teilgenommen, was sicherlich nicht wenig ist. Aber wenn man die ganzen Multi-Accounts abzieht, und es waren sehr viele Multi-Accounts dabei, waren es effektiv wahrscheinlich gerade mal 100 bis 200 Leute, was auch nicht sehr viel ist, muss man einfach sagen. Klar, es gibt noch ein Mindestlevel und so, keine Frage. Aber wenn man sich mal so allgemein die Teilnahme an PvP-Events und Features und sowas anguckt, muss man einfach sagen, dass die meisten Leute da offensichtlich nicht so Lust drauf haben. Und das hier ist halt wirklich ein Zwang. Also das hier ist etwas, du kannst nicht Nein sagen. Also kannst natürlich schon, aber dann verlierst du halt dein Gildenschiff. Und das ist ja dann irgendwie auch, also es ist dann nicht wirklich Nein sagen, es ist dann einfach nur, naja, entweder du verteidigst es und verlierst es oder du verteidigst es nicht und verlierst es. Also es ist irgendwie, ja, dasselbe Ergebnis letztendlich. Also das ist das Einzige, was ich eigentlich wirklich kritisieren kann, dass es da irgendwie nicht eine Möglichkeit gibt, für kleinere Gilden auch ein Gildenschiff zu besitzen. Vielleicht, wie gesagt, mit Abstufungen bei den NPCs oder keine Ahnung, wie man es machen könnte. Oder dass die halt permanent Penya zahlen müssten oder so, um ihr Schiff aufrechtzuerhalten. Irgendwie so vielleicht. Aber wie gesagt, ich denke mal, da kann man berechtigterweise etwas kritisieren, weil das sind jetzt nicht reine MMO-Aspekte, sondern das ist jetzt zwanghaftes PvP.
Und ich denke nicht, dass das unbedingt der Gilden-Content ist, den alle gewollt haben, sondern es ist der Gilden-Content, den manche Leute gewollt haben. Aber jetzt haben wir jetzt quasi zwei neue PvP-Modi bekommen. Mit den drei Guild Wars, die wir vorher schon hatten, und dem PK-Channel haben wir jetzt schon sehr viel PvP, wenn man sich anguckt, dass PvP im Spiel selbst eigentlich gar nicht so beliebt ist. Das muss man sich halt mal durch den Kopf gehen lassen. Aber gut, ich sage danke euch für das Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flife Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Du hast keine Zeit oder Lust zum Einkaufen, willst aber trotzdem leckere, abwechslungsreiche und gesunde Gerichte zu dir nehmen? Dann probier jetzt HelloFresh aus. Wir haben gerade eine riesige Rabattaktion laufen. Das Ganze funktioniert extrem simpel. Klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung, hellofresh.de/hellospielestyler. Damit sichert ihr euch den Rabatt und den Gratis-Snack pro Box. Und zwar ist das günstigste Angebot bereits bei zwei Personen mit zwei Gerichten pro Woche für nur 17,99 € mit kostenlosem Versand. Vielen Dank an HelloFresh für das Sponsoren des Videos. Und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr HelloFresh über meinen Link ausprobiert.